Moin Leute, heute gibt's eine sehr krasse Geschichte. Und zwar haben wir vor circa 2 Wochen eine Petition beim Bundestag gestartet. Und zwar mit dem Ziel, Balkonsolaranlagen für uns alle einfacher und unbürokratischer zu machen. Der ganze Prozess dazu ist natürlich maximal bürokratisch, denn der Bundestag hat uns die Petition praktisch zerhackt. Also, sodass sie keinen Sinn mehr gemacht hat und wir mussten echt Bundestagsabgeordnete einschalten, damit wir überhaupt noch starten konnten. Witzigerweise hat das alles was mit Insekten und Wildblumen zu tun, ist kein Scheiß. Also die Story ist so bekloppt, sowas kann sich echt nur eine Behörde ausdenken. Und genau das werde ich euch heute erzählen, also was da vorgefallen ist. Ich erkläre euch, worum es eigentlich in der Petition geht und ich stelle euch vor, wer eigentlich alles hinter der Petition steckt. Und natürlich, bitte unterschreibt, denn ohne euch geht's nicht. Wir brauchen 50.000 Unterschriften in 4 Wochen. Wir sind schon nah dran, aber es reicht einfach noch nicht. Also wir brauchen euch unbedingt, ja? Also gebt euch einen Ruck. Dauert echt nur 3 Minuten, geht ruckzuck. Ja, was steht drin in der Petition? Also erstens mal 800 Watt statt 600 Watt sollten momentan erlaubt werden, ne? Weil EU-weit sind bereits 800 Watt freigegeben und diese 30% mehr, die wollen wir auch haben. Man muss das nicht machen, aber es wäre schön, wenn man diese Möglichkeit einfach hätte. Das zweite ist ein Stromzählertausch. Das sollte eigentlich das Problem des Netzbetreibers sein, ja? Denn oftmals verlangt der Netzbetreiber erst den Austausch des Stromzählers, bevor die Balkonsolaranlage angeschlossen werden darf. Und das ist total absurd, denn der Netzbetreiber ist für den Tausch selber verantwortlich. Die Verantwortlichkeiten werden hier also total verdreht. Also fordern wir, dass alte Zähler, auch wenn sie rückwärts drehen, kein Ablehnungsgrund mehr sein dürfen. Der Balkonsolarbetreiber kann ja schließlich nichts dafür, wenn der Netzbetreiber nicht hinterherkommt. Vereinfachung der Anmeldung ist total wichtig. Ja, bisher musste man beim Standardregister und beim Netzbetreiber eine Balkonsolaranlage anmelden. Der Netzbetreiber kann das dann momentan so kompliziert machen, wie er möchte. Und unsere Forderung ist einfach, die Anmeldung nur noch beim Marktstammdatenregister oder am liebsten einfach gar nicht mehr. Ja, egal wie die das jetzt machen, wenn überhaupt, sollten es nur ein paar Klicks sein und gut. Und der Netzbetreiber bekommt dann im Zweifel nur noch eine Info, hier wurde eine Anlage angemeldet und gut. Und das war's. Ja, viel mehr passiert dann nicht mehr. Das wäre relativ schön. Ein ganz wichtiger Punkt sind auch Veränderungen im Wohnrecht. Und zwar gibt es momentan so Fälle, wo zum Beispiel Balkonsolaranlagen mit Begründung wie ist nicht schön oder stört das Feng Shui oder was weiß ich nicht was, ne, irgendwie einfach abgelehnt werden von Wohneigentümergemeinschaften oder von Vermietern. Grundsätzlich müssen Mieter und Mieterinnen hier nervig nachfragen, was für Mieter und Vermieter und auch Eigentümer in der Regel für alle eigentlich eine Qual darstellt, weil es muss dann jeder irgendwie gefragt werden. Es ist komplett schwachsinnig, keiner hat Bock drauf. Eigentlich finden es alle scheiße, also nur ein paar ganz wenige, die dann irgendwie da querschießen. Wo wir jetzt sagen, wir fordern hier also das Recht auf Balkonsolar, wie es zum Beispiel für Wallboxen schon gilt. Jetzt die Story, von der ich eben gesprochen habe. Und zwar ist es so, wir wollten die Petitionsplattform des Bundestages. Warum? Weil man dort, wenn man 50.000 Unterschriften in 4 Wochen erreicht hat, vor einem Ausschuss angehört wird und dort persönlich vortragen kann, also wirklich im Bundestag quasi. Die 50.000 zu erreichen ist allerdings schwierig. Es haben bisher, soweit ich das im Kopf habe, irgendwie 0,3 oder 0,7% erreicht. Also eine sehr geringe Anzahl tatsächlich der eingereichten Petition kommt überhaupt durch. Ja, wie war jetzt die Vorgehensweise? Als allererstes, klar, müssen wir erstmal einen Text formulieren. Ja, da war zum Beispiel der Verein Balkonsolar mega hilfreich, weil die haben schon super lange Erfahrung mit den Gesetzen, die wussten genau das und das, das müssten wir anfassen, so und hier und da müssten wir was ändern. Ne, und so ein Politikmuffel wie ich ist da halt ziemlich aufgeschmissen, deswegen war das richtig cool. Hilfreich war dabei, dass die technischen Aspekte auf dem Positionspapier des VDE beruhen. Das konnten wir natürlich für uns dann nutzen, was sehr cool war. Ja, und am 17.02.2023 haben wir es dann geschafft, haben wir auf der Plattform des Bundestages den Text eingereicht. Alles tipptopp bisher. Laut Webseite müsste man dann noch circa 3 Wochen warten, in denen der Bundestag die Petition dann prüft. Okay, geht in Ordnung. Ne? Warten, 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 warten und ganz fest dran glauben. Und ja, tatsächlich, nach 3 Wochen meldete sich die zuständige Referatsleiterin bei mir und wir telefonierten. Ich gebe das Gespräch jetzt mal so ungefähr aus meinem Gedächtnis wieder, also sinngemäß. Und dann ging es halt so los. Hallo Herr Schmitz, wir würden gerne den Teil mit der Änderung des Wohneigentumsgesetzes herausnehmen. Also ungefähr die Hälfte der Petition. Weil es schon eine ähnliche Petition gibt und die ist auch schon abgelaufen und die hat den Namen Umwandlung von Rasenflächen in insektenfreundliche Wildblumenwiesen. Klingt sofort super einleuchtend. Mit 82 Stimmen. Und sowieso ist es eigentlich gar nicht üblich, gleich 2 Gesetze pro Petition zu ändern,
Weil ein Unterzeichner kann ja nicht wählen, welchem Punkt er oder sie zustimmen möchte. Ja, da kam direkt von mir die Frage, warum eigentlich Wildblumen? Also es klingt jetzt irgendwie nicht so, als hätte das so schrecklich viel mit unserer Petition zu tun. Und zählen die, unsere Stimmen dann zu der anderen Petition dazu und wird unser Text dann gelöscht? Oder wie funktioniert das denn jetzt? Was heißt denn zusammenlegen oder unseren da beschneiden? Das war mir irgendwie nicht klar. Überhaupt, was hat das inhaltlich eigentlich mit unserem Text zu tun? Das fand ich halt auch total schräg. Naja, in der anderen Petition, ich nenne sie jetzt mal die Wildblumen-Petition. Dort wird auch verlangt, dass es Vereinfachungen für Solaranlagen geben soll und das betrifft tatsächlich dasselbe Gesetz. Es hat aber einfach inhaltlich, wenn man das liest, gar nichts mit uns zu tun. Es ist wirklich einfach was anderes. Was die Stimmen angeht, also ob unsere jetzt dann bei denen mitzählen würden, hat sie dann geantwortet, nee, ihre Stimmen zählen nicht dazu und das ist dem Ausschuss aber auch völlig egal. Ja, dann kam natürlich von mir die Frage, wofür brauchen wir denn dann die Stimmen? Also wofür muss man jetzt diesen Aufriss machen und diese 50.000 Stimmen sammeln in 4 Wochen? Das ist ja auch nicht einfach. Und wir haben halt eine riesen Community hinter uns mit super vielen großen Unterstützern und wir werden vermutlich erheblich mehr Stimmen als 82 bekommen. Ja, darauf hat sie dann geantwortet, ja, für die Sitzung vor dem Ausschuss, aber das Thema wird dem Ausschuss auf jeden Fall vorgelegt. Also das heißt, ich brauche die 50.000, um zu dieser Sitzung zu kommen und da selber zu sprechen. Das wird dann noch öffentlich ausgestrahlt. Aber das Thema kriegt er so oder so. Also so nach dem Motto, ist eh egal. Also das fand ich jetzt auch, muss zugeben, irgendwie komisch. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Dann war natürlich die nächste Frage, was ist dann mit dem Text unserer Petition? Also die Hälfte wird dann tatsächlich rausgelöscht. Und da war die Antwort ja. Und das fand ich halt auch krass. Dann, klar, habe ich direkt gefragt oder gesagt halt, ne, aber das ist doch inhaltlich ein ganz anderes Thema. Und wenn einer der wichtigsten Punkte rausfällt, dann machen wir uns doch total lächerlich vor unseren Mitstreitern und Zuschauern. Also ne, kann man da gar nichts machen, war halt meine Frage. Und dann war ihre Antwort, ja, das verstehe ich natürlich und wir hatten diesen Fall noch nicht. Allerdings sind wir personell auch noch unterbesetzt. Deswegen ist das Zusammenlegen für uns super wichtig und auch gängige Praxis. Aber ich frage trotzdem nochmal bei meinen Vorgesetzten nach, ob ich da irgendwas machen kann. Ja, nach 30 Minuten kam dann halt ein weiterer Anruf mit einer Absage. Und da hat sie dann gesagt, es tut mir wirklich leid, aber es geht nicht. Wir haben uns besprochen, aber das wäre den anderen Petenten quasi gegenüber nicht gerecht. Ich fand's komisch, ich hatte aber auch tatsächlich den Eindruck, dass es ihr wirklich leid getan hat. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie uns abwimmeln wollte oder so, das war jetzt nicht der Fall. Aber letztlich war unsere Petition damit im Arsch, ne? Also die war Schwachsinn, das kann man ja so nicht rausbringen. Einfach die Hälfte rausstreichen, da macht man sich wirklich zum Affen. Also das fand ich halt auch krass irgendwie. Wir wollten uns das natürlich nicht gefallen lassen und deswegen haben wir mit bekannten Rechtsanwälten gesprochen und gefragt, wie ist das überhaupt zulässig so? Und die Jungs und Mädels von Klimaschutz im Bundestag haben dann Abgeordnete und deren Büros kontaktiert. Und aus den Gesprächen mit diesen ganzen Leuten heraus war relativ schnell klar, das, was die uns da gesagt haben oder das, ne, diese Begründung, warum wir das nicht machen dürfen, die war tatsächlich nicht haltbar und auch relativ willkürlich. Es liegt halt viel mehr in der Natur der Sache, dass halt so physikalisch zusammenhängende Tatsachen, was ja in dem Fall so ist, natürlich in verschiedenen Gesetzen auftauchen. Das ist ja gar nichts Besonderes. Eigentlich bestraft es ja sogar unsere gut vorbereitete Arbeit. Ich meine, dann immerhin haben wir uns den ganzen Scheiß angetan, das alles detailliert dargelegt, was wir wollen und auch so den Abgeordneten irgendwie Arbeit abgenommen. Das jetzt zu bestrafen, finde ich halt irgendwie ein bisschen hart. Ja, was man noch wissen muss, ja, das Petitionsrecht, das ist auch keine Gnade des Bundestags oder sowas, sondern das ist ein Grundrecht. Und aus diesem resultiert auch die ordnungsgemäße Behandlung einer Petition wie der unseren. Insbesondere auch die unverfälschte Entgegennahme. Also ich meine, das leuchtet auch irgendwie total ein, finde ich. Ja, okay, aber wie gesagt, wir hatten dann die Möglichkeit, über mehrere Bundestagsabgeordnete unterschiedlicher Parteien halt Druck auszuüben auf diese Bundestagsverwaltung. Und ohne Scheiß, urplötzlich kam ein Anruf aus dem zuständigen Arbeitskreis der SPD-Bundestagsfraktion. Und dann hieß es auf einmal, ja, die Petition könne unverändert online gehen. Das habe man jetzt geklärt. Ja, das sei halt eine Verwaltung und die denken in Referaten. Und wenn eine Petition 2 Referate berühre, dann wolle sie das nicht. Ja, und dann ging es halt online. Also ich fand die Geschichte schon insgesamt krass. Wie seht ihr das? Schreibt mal eure Meinung dazu. Das würde mich tatsächlich, also wirklich interessieren auch. Ich muss hier auch nochmal die Leute von Klimaschutz im Bundestag und auch dem Balkonsolarverein einfach nochmal mega loben, denn die waren hier sowas von hartnäckig und die haben das echt durchgeboxt. Und ohne euch hätte das nicht geklappt, das wäre nichts geworden. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war eine ziemlich coole Sache. Ja, tatsächlich kriegen wir oft die Frage, ist das nicht eh schon alles in Planung? Also brauchen wir eure Petition überhaupt noch? Es ist halt so, das BMWK hat einen Entwurf für eine PV-Strategie vorgelegt, einen Entwurf. Und ja, da stehen diese Punkte tatsächlich auch drin. Also das ist eigentlich ganz cool.
Da steht allerdings auch noch einiges mehr drin. Also es geht ja nicht nur um Balkonsolar, sondern um PV allgemein. Also da stehen unendlich viele Punkte drin. Und es ist auch nur erstmal, wie gesagt, der Entwurf, der muss noch ausdiskutiert werden. Zudem haben wir in den letzten Monaten bzw. Jahren gesehen, wie stabil die Verhältnisse in der jetzigen Regierung sind und wie durch interne Machtkämpfe bzw. Streitereien die Wünsche der Bürger teilweise vollständig ignoriert werden. Ein weiterer Punkt ist, mir macht auch Sorge, dass das Thema Balkonsolar politisch einfach nicht so einen hohen Stellenwert hat, ja, und möglicherweise politisch geopfert wird, um sich zwischen den Parteien zu einigen. Und das ist so irgendwie das Problem, das wir sehen. Also was wollen wir eigentlich? Wir wollen das hiermit zementieren, also wirklich einfach festmachen und der ganzen Sache nochmal einen richtig dicken Schubs geben, denn das ist leider noch nicht durch. Es steht wirklich erst, wenn die Gesetze kommen. Ja? Ich habe das BMWK natürlich auch informiert über unseren Vorstoß, zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Antwort erhalten, das war jetzt aber erst vor ein paar Stunden. Also um ganz ehrlich zu sein, muss ich halt auch sagen, dass ich nicht glaube, dass man mit einer Petition, selbst wenn sie beim Bundestag ist, sehr große politische Änderungen herbeiführen kann. Aber man kann gewisse Dinge zementieren und der ganzen Sache nochmal einen kräftigen Schubs geben, also wirklich so als Werkzeug. Ja? Und ich denke, dass das hier genau der richtige Einsatz für eine Petition ist und unsere Chancen auf Erfolg sehr groß sind. Also ganz einfach gesagt, ja, wir, die Bürger, wollen das, also macht das gefälligst und uns ist scheißegal, ob ihr miteinander klarkommt oder nicht. Ja? Das ist die Message, die meiner Meinung nach rüberkommen soll. Punkt. So einfach ist das. Ja, jetzt möchte ich euch ganz kurz das Orga-Team vorstellen. We have started a petition. Also die Leute, die sich gemeinsam mit mir hier um alles kümmern. Das ist unfassbar viel Arbeit, die wir alle in unserer Freizeit machen. Also stellt euch vor, erzählt mal, warum macht ihr das? Welche Geschichten haben euch hier hingebracht? Was hat euch genervt, getriggert oder motiviert, eure Freizeit hier für die Aktion zu opfern? Ich leide an einem Wohnkomplex. Es liegt gar nicht am Regen, dass diese Fassade kein Balkonsolar hat. Sondern manche Leute sind Eigentümer, manche sind Mieter. Wir könnten 600 Watt bauen oder auf 800 warten. Aber die Module müssen einheitlich aussehen. Darf ich das selbst anschließen oder muss ein Meister kommen? Und warum muss ich fast Volljurist sein, um die Teile anzumelden? Wir haben einen Leitfaden für solche Wohngemeinschaften wie meine veröffentlicht. Rund 30 Seiten. Dabei könnte es so einfach sein. Unterschreib bitte die Petition. Hi, ich bin Dr. Bene, Umweltwissenschaftler. Das hier ist der jährliche Energiehunger von uns Menschen. Und das hier ist das jährliche Angebot an Energie, was uns die Sonne kostenlos schenkt. Das Problem, unseren Energiehunger zu stillen, liegt also nicht wirklich in der technischen Machbarkeit. Vielmehr nehmen wir die geschenkte Energie nicht an und lassen sie ungenutzt an unseren Dachziegeln oder Hauswänden verpuffen. Wenn das Haus Eigentümer machen, haben sie bislang vielleicht einfach noch nicht richtig drüber nachgedacht, weil so eine Investition zahlt sich definitiv zurück. Als Mieter mit Balkon, Terrasse oder Südwand hatte man es bislang in Deutschland nicht so leicht. Guerilla-mäßig konnte man zwar im eigenen Strompreis Standby-Strom einspeisen, aber die Hürden, um alles norm- und rechtssicher zu machen, waren bislang doch vielen Interessierten einfach zu hoch. Ich habe keine einzige Sekunde gezögert, bei der Petition als Erstunterzeichner mitzumachen. So ein Balkonkraftwerk ist der perfekte Einstieg in die Eigenenergiewende. Damit lässt sich irgendwo zwischen 300 bis zu 700 Kilowattstunden an Strom produzieren. Das ist aber nur der erste Schritt. Bei uns kam noch ein Lerneffekt hinzu, denn sobald man anfängt, den eigenen Strom zu produzieren, will man den auch möglichst sinnvoll einsetzen. Und so haben wir angefangen bei uns im Haus. Wir hatten einen Verbrauch von 4.300 Kilowattstunden pro Jahr, ein bisschen rumzuoptimieren. Heute ist unser Verbrauch auf unter 50% des ehemaligen Wertes gefallen, einfach weil wir uns mit der Thematik befasst haben. Und ich glaube, dass möglichst flächendeckend Balkonkraftwerke in der Bevölkerung dabei helfen können, dass wir unser großes Projekt der Energiewende umsetzen können. Daher möchte ich euch bitten, unsere Petition zu unterschreiben, damit möglichst viele Menschen, auch Mieterinnen und Mieter und auch Eigentümer in WEGs zukünftig die Möglichkeit haben, diese Balkonkraftwerke auch anzubauen und es nicht mehr verhindert werden kann. Bitte unterschreibt unsere Petition. Seit 2018 engagiere ich mich für Balkonsolar. In über 50 Veranstaltungen habe ich inzwischen wahrscheinlich über 2000 Leuten erklärt, wie Balkonsolar funktioniert.
Technisch ist es überhaupt kein Problem, aber die regulatorischen Hürden sind groß. Und in Deutschland dürfen immer noch Vermieter- und Wohnungseigentümergemeinschaften Balkonsolar oder Steckersolar verhindern. Das muss ein Ende haben und deshalb unterschreibe ich und rufe auf, diese Petition zu unterzeichnen. Hi, ich bin Christian von EmpowerSource. Wir betreiben mit machtdeinstrom.de eine der größten Nutzerplattformen für Balkonkraftwerke in ganz Deutschland. Und täglich erreichen uns irgendwelche Nachrichten von Leuten, die versucht haben, ein eigenes Kraftwerk, so wie das hier hinter mir, in ihrer Mietwohnung oder in ihrer Eigentumswohnung in Betrieb zu nehmen und dabei auf Hürden gestoßen sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Petition durchbringen und den Gesetzgeber dazu zwingen, die Energieerzeugung mit erneuerbaren Energien in den eigenen vier Wänden oder in der Mietwohnung endlich freizugeben. Vor ein paar Wochen ist ein Vertreter von einer großen Wohngenossenschaft hier in Berlin auf uns zugekommen und hat uns gebeten, zu einer Versammlung von denen zu kommen. Die Genossinnen hatten sich wahnsinnig gut organisiert und hatten von der Verwaltung eine Erlaubnis bekommen, Balkonsolargeräte in der Regel zu installieren. Jetzt waren aber noch viele offene Fragen und wir sind zu der Versammlung hin, haben Module mitgebracht. Das sind sehr hohe Häuser in Berlin-Mitte, das heißt Flexmodule eignen sich hier am besten, haben die beraten und die Genossinnen sind Feuer und Flamme, das Ganze umzusetzen. Die Verwaltung hatte zwar im Prinzip zugestimmt, hat aber wahnsinnig hohe Auflagen erlassen. Zum Beispiel müssen die WLAN-Steckdosen installieren auf jedem Balkon, die brauchen eine elektrische Abnahme jeder einzelnen Wohnung, eine statische Abnahme jedes einzelnen Systems, einen individuellen Nutzungsvertrag und viele weitere Auflagen. Deswegen unterstützen wir die Balkonsolar-Petition, damit es in der Zukunft nicht mehr so einfach ist für Hausverwaltungen zum Beispiel, sich hinter hohen Auflagen zu verstecken, die de facto eigentlich ein Verbot von Balkonsolar bedeuten. Deswegen jetzt unterschreiben. Also es haben sich noch mega viele andere Leute beteiligt. YouTuber, Wissenschaftler, die Presse, Menschen aus der Öffentlichkeit. Also wirklich Wahnsinn, was wir hier für einen Support kriegen. Auf der Seite vom Balkonsolarverein findet ihr auch mal eine Liste der Erstunterzeichner. Also tausend Dank an euch alle. Ohne euch würde das hier nicht funktionieren. Viele haben aber auch gar keinen Bock gehabt. Also viele Leute, die auch bekannter sind, auch Wissenschaftler teilweise, weil die Begründung war, Balkonsolar ist auch eh nicht so wichtig. Rein was den Energieertrag angeht, würde ich dem sogar zustimmen. Aber ich finde es trotzdem nicht, dass das stimmt. Weil viele von meinen Kollegen mit jetzt sehr, sehr großen Anlagen, die haben alle mit einer kleinen Balkonsolaranlage gestartet. Und ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Ich denke, dass für die Energiewende einfach viel mehr Vertrauen her muss. Ja, bei den Leuten einfach, bei den Menschen. Und das kann man durch Ausprobieren und selbst sehen einfach am besten herstellen. Also einfach mal selber das Ding anschließend sehen, das funktioniert, das ist cool, das hilft. Also das hilft einfach, eigene Erfahrung ist auch das Allerbeste, was man haben kann. So war zumindest bisher meine persönliche Erfahrung mit den Menschen, die ich jetzt so kennenlernen durfte. Also, okay, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.